Ja, hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Heute aus der Innenstadt von Hannover und wir wollen uns mal den Raschplatz genauer angucken. Es wurde ja im Sommer und so wie im Winter von den Politikern auch viel erzählt und viel gelobt, was da alles jetzt Neues stattfindet, beziehungsweise es gab ja das Wintervergnügen, es gab das Sommervergnügen sozusagen, Sport wurde gemacht, eine Eisbahn wurde errichtet und so weiter. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Raschplatz. Hier in der Unterführung erstmal vom neben dem Hauptbahnhof. Naja, und jetzt gucken wir uns das mal genauer an, was da so los ist. Viel Spaß! So, jetzt kommen wir hier am Stellwerk vorbei, dem sogenannten. Da, wo die Drogen konsumiert werden und auch viele Händler und so weiter rumtouren. Und natürlich auch den Menschen geholfen wird. Aber da hat sich die Szene auch ein bisschen verlagert zum Stellwerk hin, die ja immer schon groß war dort. Da werden ja auch neue Spritzen ausgegeben, Druckräume und so weiter. Da übrigens sollte auch ein Crackraum entstehen, dass die Leute da unter Aufsicht und so weiter Crack konsumieren können. Das war im Sommer, als das geplant war, und seit 7 Monaten steht er jetzt unbenutzt darum, sozusagen. Auch merkwürdig, oder? Es gibt wohl Auflagen, die nicht erfüllt worden sind, wie auch immer. Auf jeden Fall seit 7 Monaten wird dann doch nicht geholfen, so wie das angedacht war. Jetzt kommen wir gleich mal zum Raschplatz. Ah, mal sehen, was hier so los ist. Oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Wir müssen diesen Platz jetzt versuchen zu beleben. Dann entsteht auch wieder ein Stück weit eine soziale Kontrolle und der Platz reguliert sich ein gutes Stück weit selbst. Was uns wichtig ist, nicht nur Sport und Event, sondern auch Angebote, Hilfsangebote, Unterstützungsangebote für die Wohnungslosen, genau, für die Menschen mit Suchtproblematiken. Wir wollen hier ganz in der Nähe am Stellwerk die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen, wollen eine viel bessere Möglichkeit, sich dort auch zurückzuziehen, zur Ruhe zu kommen, schaffen. Wir werden dann Crack-Konsumraum etablieren, dass die Leute in einem geschützten Umfeld dann auch konsumieren können. Und wir werden auch unsere Straßensozialarbeit aufbauen. Also Sport, Belebung, aber auch Hilfen. Das ist ein Dreiklang für uns, das gehört für uns zueinander. So, jetzt sind wir angekommen. Direkt hinter dem Bahnhof. Und man muss sagen, es ist absolut leer. Und sauber. Und da ist hinten jemand in Handschellen, der gerade abgeführt wird. Na sowas. Aber ansonsten ist die Szene also quasi nicht vorhanden. Also ich bin jetzt hier direkt unten am Raschplatz. Es ist mega sauber. Es ist quasi nichts los hier. Also das hat schon was bewirkt anscheinend. Die Menschen haben sich wohl neue Plätze gesucht, an denen sie jetzt sich aufhalten. Aber mal sehen, wie es dann im Sommer wird. Aber das ist jetzt schon mal ein kleiner Eindruck von dem, wie es aktuell hier aussieht. Hinten die Polizeiwache am Raschplatz. Sehr bekannt in Deutschland. Hier sind wir im Kino. Tja, aber wie man sieht, es ist extrem ruhig hier. Gehen wir noch mal weiter, da wo normalerweise die Junkies immer sich aufhalten, und zwar nicht wenige. Hier ist übrigens
das Palo Palo, auch sehr bekannt. Schauen wir mal, was hier so Sache ist. Na gut, ein paar sind hier. Aber normalerweise, na gut, so ein bisschen was ist hier los. Aber nicht viel. Das kann man schon mal sagen. Ja, nix. Fast gar nichts. Also ein paar Leute hier, ich sag mal 5, 6, 7 Dealer und aber auch Konsumenten und oder sozusagen. Viele sind ja selbst abhängig. Aber man muss sagen, es ist nichts los. Ich denke mal, die haben sich alle ihre anderen Plätze gesucht, weil über die Zeit, auch die Zeit des Umbaus, war natürlich keine Möglichkeit da, hier sich aufzuhalten. Ja, das war mal ein kleiner Eindruck vom Raschplatz in Hannover. Können wir nochmal sehen hier. Jo. Mal gucken, wie es im Sommer aussieht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, wäre toll. Und euch allen noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das jetzt guckt. Bis dahin. Tschüss.